Zunächst waren es nur zwei. Aber dann kamen viele andere nach. Und zwischen den Gefangenen immer wieder das bunte Völkergemisch aus aller Herren Länder, Kulturträger der Grand Nation, in Wirklichkeit eine Kulturschande für die weiße Rasse. Compiègne, der Schauplatz des schmachvollen Waffenstillstandes von 1918, ist in deutscher Hand. Hier starb der verbrecherische Stolz des Deutschen Reiches, steht auf diesem Gedenkstein. An dieser Stelle hielt im November 1918 der Wagen der deutschen Delegation. In einer besonderen Halle der Verhandlungswagen. Hier stand der Wagen des Marschall Foch. 22 Jahre später, der deutsche Adler hat sich wieder erhoben. Das Hakenkreuzbanner weht nun über der Stätte, an der französischer Hochmut und Zynismus triumphierte. Der Vormarsch auf Paris wird fortgesetzt. Nach den ersten Wellen des deutschen Sturmes werden umgangene Ortschaften vom Feind gesäubert und nach abgesprengten Truppen durchsucht.